Weiter geht's mit Wildstar und wir probieren jetzt hier natürlich unser Level voll zu machen, dass wir hier nein, habe ich nicht bekommen als Kill, oder? 84 hatte ich auch gerade. Wir wollen ja Level 12. Ah, gegen beide zu kämpfen ist ein bisschen doof. Schnell. Geht aber ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Ach, die kann ich ja gar nicht einsammeln. Prozent. Wir halten recht gut durch, muss ich ehrlich sagen. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir kämpfen immerhin gegen Gegner, die hier drei Level über uns sind. Betäubt, weg, weg. Nein. Warum hat sie denn keinen Charme mehr bekommen gerade zum Schluss? Rückkehr aus dem Grab? Was für eine Schande. Dein Grab verstaubt langsam. Bin ich jetzt? Oh, ziemlich weit oben im Norden. Muss ja wieder runterlaufen. Schon die ein. Umarmung gibt's zurzeit im Angebot. Belohnung, neue Fertigkeitsränge. Kann man die einfach erhöhen dann oder was? Ne, nur einen. Mehr Schaden.
6 mehr Schaden. Unterstützung benutze ich zu selten. Ja. Wir nehmen schon das. Berufe, neue Hobbys, neue Attribute. Ein VIP-Punkt, den wir wieder vergeben können. Gehen wir hier auf kritisch. Ein Rangpunkt oder was stand da gerade? 7 haben wir jetzt hier erst. Die haben wir noch nicht. Eine höhere Stufe freigeschalten. Und Unterstützersystem. Ah, Unterstützersystemplatz, das ist doch. Okay, aber wir sind jetzt Level 10. Auf. Wir laufen mal ganz schnell zurück zum... Herausforderung beginnt! Das ist eine Herausforderung. Ich dachte vorhin echt, das wäre ein, Schnell. Ich dachte, das wäre ein Beruf, den ich da bräuchte zum Sammeln. Bronzerang verliehen. Los, Gold müssen wir jetzt schaffen. Wäre echt super. Also so kleine Gadgets hier mit den Spielen, das ist auch cool gemacht, dass man hier... Lauf. Nur eine. Quatsch, ich brauche mehr. Auch nur eine. Silberrang verliehen. Nur eine. Oh, das ist dafür zu wenig, Leute. Ey, was geht denn hier ab? Schnell! Ah, ich brauche noch zu viele. Obwohl, das geht. Wenn da jetzt 3 rauskommen, habe ich's. Schnell. Ja. Goldrang verliehen. Yes. Schade, was haben wir hier bekommen? Vorderstufe 12. Ist ja schon mal wieder super. Schuhe verdient durch ein Spiel, was wir noch gar nicht hätten machen dürfen können. So, wir laufen einmal jetzt schnell zurück und quatschen hier einmal mit den Leuten.
Halt. Oh, Level 13. Übertreiben wollen wir auch nicht. Wo geht's jetzt hier weiter? Da, wo die 1 ist, müssen wir erstmal jetzt kurz hin. Einmal ganz kurz zu der 1. Hier sind auf jeden Fall schon ein paar mehr Spieler unterwegs, wie man sieht. Umarmung gibt's zurzeit im Angebot. Arbeiten wir weiter zusammen. Bisher hat das ja tadellos geklappt. Der Morgen erblüht zu einem wunderschönen Tag. Lerne 2 Berufe, ja, okay. Jetzt geht's nämlich los mit Berufe trainieren. Und Waffenschmied, tödliche Waffen, Rüstungsbau, Technologie, Architekt, Reliktjäger, Schneider. Rüstmeister, schmiedenschwere Rüstung, Kampf bringt mir nichts. Bergarbeiter, bauen wertvolle Erste, Kristalle ab und Edelsteine ab. Dieser Beruf kann mit lernen. Bergbau, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ausstatter, mittelschwere Rüstung bringt mir nichts. Ernten auch Holz mit einer Lasersäge. Dieser Beruf kann gut mit dem Ausstatter und dem Architekten. Kriegsbasen, Architekt und was ist der Ausstatter? Mittelschwer. Okay. Aha. Reliktjäger, Bergen, Omniplasma und aus alten Rollen in diesem Hof. Schneider. Ich gehe auf jeden Fall auf Bergbau, weil man kann es ja später auch nochmal umbauen, also umändern, und ich gehe auf Überlebenskünstler. Kann ich noch einen Beruf lernen? Ja, hier kann man es dann tauschen. Also ihr habt jederzeit die Auswahl, dass ihr eure Berufe noch verändern könnt. Von daher sehe ich das jetzt hier nicht so kritisch. Umarmung gibt's zurzeit im Angebot. Dafür hast du dir eine riesengroße Umarmung verdient. Mach dich auf den Weg, du wirst erwartet. Das ist richtig stark, ist das Ding. Das müssten wir ausrüsten. Pistolen kann ich nicht benutzen. Kann also weg. Hier muss ich noch warten. Und der Rest, ne, ich lasse es so drin. Und die anderen beiden verkaufe ich. So, reparieren nochmal alles. 3 Silber. Oh, wir haben jetzt schon 2 Gold. Also das Gold verdienen geht hier echt recht. Du scheinst was auf dem Herzen zu haben. Du scheinst was auf dem Herzen zu haben. Lass mich raten. Du brauchst was. Lass mich raten. Du brauchst was. Rüste die Lederspitzhacke für Anfänger aus. Ah, die muss man nochmal wechseln. So gesehen, Spitzhacke oder Lasersäge. Okay. Das wäre mal nicht schlecht.
Also muss man hier jederzeit schauen, was man aktuell machen möchte. Ja, dann würde ich doch sagen, gehen wir wieder jetzt in diesen westlichen Wald. Und nehmen hier noch ein paar Quests an, um dann da auch ein paar Tiere erlegen zu können. Und ansonsten werden wir hier... Ah, die sind oben, ne? Werden wir hier probieren, mit den Werkzeugen auch mal ein paar Materialien abzubauen. Dann leveln wir nämlich da nebenbei auch noch. Also möglichst probieren, hier viel mitzunehmen, mit vielen Leuten zu reden und nicht ohne, sag ich mal, ohne Quest oder so unterwegs zu sein. Die Zeit ist freigeschaltet. So wie sie es für mich stets war. Drei Inventarplätze bringt mir gar nichts. Interesse an meinem Inventar? Nö, kein Interesse an deinem Inventar. Level 13, ah shit. Ach, ist der doch wieder oben. Ach. Sonst nehme ich Level 13 einfach schon mit an. Und dann ist gut. Ein guter Tag ist gerade noch besser geworden. Da steht noch einer. Ich will einfach alles umarmen, was mir unterkommt. Jetzt haben wir doch alle angenommen. Voll ausgestattet, geht's jetzt erstmal um den Wald. Ja, muss ich auch hin. Die angreifen? Zurück. Oh, nein, nein, nein. Ja. Muss der echt angreifen? Hammer. Ah, jetzt habe ich den Dreh langsam raus. Ich muss mir auch hier die Dings immer aktivieren. Will der hin? In den Grünen. Welche Blutproben muss ich sammeln? Hier sind Thorins. Gehen wir ganz kurz hier einmal hin. Was haben wir hier?
Herausforderung beginnt. Welche Herausforderung? Weg. Ach, ich hätte mich nach links drehen sollen. So knapp. Einmal mehr wirft dich diese grausame Welt in den Abgrund. Vielleicht solltest du dem Wink mit dem Zaunpfahl mal Beachtung schenken. Brauche ich die eigentlich auch? Den nehmen wir nochmal mit. Oder Bergbau Rang 2, ich glaub's nicht. Bergbau Rang 1. Oder Überlebenskünstler Rang 1. Jetzt habe ich die nicht ausgerüstet, die Axt. Weg, 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 weg. Ja. Es läuft aktuell nicht so wie gedacht, muss ich ehrlich zugeben. Hab doch hier doch leichte Schwierigkeiten. Ich muss halt aufpassen, ich bin auch wirklich richtig weit hinter denen. Das mit dem Quest wird jetzt nichts mehr. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal mit der Spitzhacke dann arbeiten. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss für heute mit dem... Oh, Level 11. Mit dem Questen bei Wildstar. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit dem nächsten Teil von Wildstar. Dann geht's hier weiter in der grünen Zuflucht. Und wir probieren hier weiterhin uns mit den etwas höherleveligen Gegnern anzulegen. So im Gefühl, muss ich sagen, so ein, zwei Level höher geht. Wenn man dann natürlich aber mit mehreren Gegnern zu tun hat, muss man echt aufpassen und sollte halt hier eventuell doch ein bisschen mehr auf Defense gehen, anstatt auf Damage, weil so viel Damage macht man einfach noch nicht. Das war's erstmal für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.